Ja, moin Leute. Ich möchte heute mal eine kleine Frage beantworten, die ich schon ein paar Mal bekommen habe. Nämlich und zwar, wo ist denn eigentlich meine Smartwatch hin? Ich hatte hier mal eine LG G-Watch A dranhänge, eine Smartwatch mit Android Wear. Und ich hatte die auch eine ganze Weile. Aber ich habe sie schon vor circa 7 Monaten verkauft und bekomme aber bis heute Fragen, wo die denn hin ist. Ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie verkauft, um die Antwort ganz ehrlich zu machen. Und hier ist warum. Ich habe die Smartwatch damals gekauft, weil ich einfach das cool fand. Ich dachte, es wäre super, super cool, einfach so ein elektronisches Gerät hier am Handgelenk zu haben und war so ein bisschen so, ich sag mal, ein Early Adopter. Das war auch ziemlich cool. Ich meine, man konnte sehen, wenn einem jemand geschrieben hat. Man hat Anrufe bei Anrufen direkt gesehen, wer ihn anruft. Man hat, wenn es vibriert hat in der Hose, hat es auch am Handgelenk vibriert. Man hat gesehen, wer ihm geschrieben hat. Man war quasi immer erreichbar. Aber das war auch, glaube ich, so der größte Flaw. Man war immer erreichbar. Und immer und überall hatte man das Gefühl, wenn was kommt, ich sehe es sofort, ich muss es sofort sehen, ich kann gar nicht mehr abschalten, weil es einfach immer sofort vibriert und ich immer sofort aktiv sein muss, gefühlt. Weil immer, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, okay, es ist nicht gerade nur so spät, sondern mir hat der und der geschrieben und vielleicht war ich in dem Moment gerade genervt von der Person oder sowas. Sodass das doch im Endeffekt ziemlich anstrengend war. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, die Vibrationsfunktion der Uhr und damit auch vom Handy auszuschalten. Es hat sich irgendwie gekoppelt und mich hat es dann auch nicht gestört, sodass ich immer nur noch, wenn ich auf die Uhrzeit geguckt habe, gesehen habe, was denn jetzt gerade abgeht. Und man hat dann, ist dann eben mal drüber gegangen. Und das war an sich auch nicht schlimm, aber trotzdem hat es mich irgendwie genervt. Irgendwie hat es dazu geführt, dass ich andauernd auf meine Uhr geguckt habe, andauernd geguckt habe, ob ich irgendwelche Benachrichtigungen habe, andauernd irgendwie an der Uhr war und immer das Gefühl hatte, ich war trotzdem immer erreichbar und es war sogar noch schlimmer als vorher, weil ich andauernd da drauf geguckt habe und ich weiß nicht, irgendwie stört mich das, wenn da was ist, also habe ich es wieder weggestrichen und das war ziemlich anstrengend und hat mich irgendwann wirklich tierisch genervt. Die Uhr hat also quasi genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich sollte. Sie hat mich nicht irgendwie weniger abhängig vom Handy gemacht, sondern viel, viel mehr. Ich habe andauernd drauf geguckt und irgendwie auch, wenn ich mit Leuten unterwegs war, ich habe andauernd auf die Uhr geguckt, habe die ganze Zeit gedacht, ich muss irgendwie antworten. Da hatte mir jemand geschrieben und ich habe das gesehen und habe gedacht, ich muss eigentlich antworten, habe das Handy rausgenommen und das stört mich eigentlich total. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die mir wichtig sind, wenn ich mit den Menschen unterwegs bin, die ich liebe, möchte ich für diese Leute da sein und nicht für mein Handy. Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, ich verkaufe die Smartwatch. Mein Handy ist trotzdem immer auf vibrationslos geblieben. Die Vibration ist eigentlich nie an, nur für Anrufe. Wenn irgendwas wichtig ist, kann man mich anrufen. Wenn man mir schreibt, dann kann es sein, ich antworte 5-6 Stunden später, weil ich es eben als nicht so wichtig ansehe. Wenn ich mit Leuten unterwegs bin, möchte ich mit den Leuten unterwegs sein und mich auf die Leute konzentrieren, weil die Zeit ist das Einzige, was uns im Leben wirklich begrenzt. Alles andere kann man irgendwie erreichen, aber Zeit ist das, was uns alle begrenzt, wovon wir nur nicht unbegrenzt haben, sondern jeder nur das, was eben seinem Leben zur Verfügung steht. Und deswegen möchte ich diese Zeit gern mit den Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Und das verändert auch das Leben. Das ist was, was ich sehr merken durfte, dass Beziehungen enger werden, dass Beziehungen wichtiger werden, dass Menschen wichtiger werden und dass auch, ja, die Einsamkeit zurückgeht. Nicht, dass ich jetzt vorher sehr einsam war, aber es gab doch Zeiten, wo man sich natürlich mal fragt, okay, und das Handy weggelegt, mit den Menschen angefangen mehr zu reden, das geht weg. Also wenn ihr das Problem habt, tut das, es macht ganz, ganz viel aus. Ich mag Technik, ich finde das unglaublich interessant, so die neuesten Errungenschaften mitzuverfolgen und so. So interessant es auch ist, Menschen sind interessanter, Beziehungen sind wichtiger. Und das ist das, was ich merken durfte, schon vor einiger Zeit. Und deswegen habe ich die Smartwatch verkauft. Und deswegen reise ich auch jetzt mehr, als dass ich neue Produkte kaufe. Keine Angst, ich versuche trotzdem noch einige Produkte hier auf dem Kanal zu bekommen. Sogar noch sehr viele. Ich habe coole Pläne für dieses Jahr. Da kommt hoffentlich eine ganze Ecke. Aber ich will auch viel reisen. Ich versuche die Geräte jetzt eher über irgendwelche Stellen zu bekommen, dass ich sie nicht behalte, sondern eben nur teste und dann wieder zurückschicke. Und ich glaube, das wird dieses Jahr ganz gut funktionieren. Ich bin ganz guter Dinge. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Schaut mal, seid ihr eher ständig am Handy oder sagt ihr eher, Handys, bei Menschen kann ich trotzdem, also gehe ich lieber ein bisschen auf Abstand. Was sagt ihr? Seid ihr Technik und Menschen vereint sich gut oder Technik und Menschen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.